Servus, liebe Löwenfans, begrüße euch recht herzlich zu unserem vierten Zimmerduell zwischen unserem Cheftrainer Michael Köllner und dem Co-Trainer Günther Brandl. Schauen wir mal, wie gut sich die beiden kennen. Eigentlich kennen sie sich ja schon lang, aber die Fragen werden es herausfinden. Frage 1. Wer von euch zwei hat das größere Fußballfachwissen? Passt. Frage 2. Heim- oder Auswärtstrikot? Gut. Frage 3. Wer wäre der bessere Bundeskanzler? Was? Vierte Frage. Wer von euch beiden hat den... Ich bin gespannt, was ich hier frage. Günther, warum das der jetzt ausfällt? Alles wird geschnitten. Wir schneiden alles raus. Wer von euch beiden hat den besseren Geschmack? Ja, bei was denn? Wenn es um Essen geht. Ja, das ist ja relativ unschwer. Also Geschmack ist ja die Frage. Hunger oder nein, Geschmack? Wer hat den größeren Hunger oder Geschmack? Das ist eigentlich klar. Besser ja, Geschmack. Also, ja. Ist ja, ja, Geschmack ist. Ja. Ja. Eigentlich Geschmack wäre normal als ich gewesen. Aber, so. Aber egal. So, fünfte also. Frage. Wer hat den besseren Modegeschmack? Ja, relativ eindeutig. Ich glaube schon. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Wer war der bessere Schüler? Oh. Was jemals? Ja, in der Schule. Wer war besser von euch? Zum Glück weiß der Günther nicht, weil ich in der Schule bin. Ja, aber ich weiß, wer er war, deswegen kann es nur so sein. Das kann nur so sein. Wurde ich auch schlecht, man wusste ich nicht. Ich glaube, das ist so. Wer von euch beiden ist stärker am Glas? Oh, ja, das ist auch eindeutig. Wer von euch zwei ist schneller? Ich weiß nicht. Bei allem oder? Bei was? Zum Essen gehen? Autofahren oder zu zum Essen gehen? Laufen? In welche Kategorie? Ja, es steht nur da. Wer von uns zwei ist ja, schneller? Also wenn wir uns anschauen, Günther, ist auch eindeutig. Vor ein paar Jahren war das anders gewesen. Also ich bin unentschieden. Also du bist, das ist ja eindeutig. Ja. Ich gib's dir. Ja. Wer von euch beiden hat die meisten Profi-Einsätze auf dem Konto? Oh, Profi-Einsätze. Also Fußball-Profi. Ja. Ein Spieler? Ein Trainer? Spieler, denke ich, oder? Spieler oder Trainer? Spieler. Spieler. Ja, nächstes wird ja relativ eindeutig. Wer von euch zwei wäre der bessere Schauspieler? Ja, ist halt klar. Das ist ja klar. Da bin ich schlecht. Günther, da bist du schlecht. Da bin ich auch schlecht. Dieses Tablet abgestürzt. Nein. Die Fragen so schlimm sind. Bin schon da. Ist gut. Wer von euch beiden chillt öfters in der Isar? Nein, an der Isar. Entschuldigung. Auch relativ klar. Ich war noch nie an der Isar. Wie? Das ist der Unterhalt vom Trainingsgelände, ich glaube dir vorbei. Das ist der ganze Einspruch. Ich bin nur am Trainingsgelände. Also einige, ich habe gehört, dass du jetzt so viel Chills momentan bist, aber gut. Vorletzte Frage. Oh. Wer von euch beiden ist der größere Bücherwurm? Ja, das ist Günther, hast du überhaupt schon mal ein Buch gelesen? Das ist wirklich eine Frage. Hast du überhaupt schon mal ein Buch gelesen? Ich lese in der Woche 1. So, und die letzte, wenn ich jetzt richtig bin, die sieht jetzt zwar noch halbwegs, aber. Ah, da ist es jetzt. Wer von euch würde als erstes die Bierflasche öffnen nach einem Sieg? Oh, das ist eine gute Frage. Als erster? Als erster. Ist auch relativ eindeutig. Ja. Deswegen, weil du schneller. Ich bin in der Pressekonferenz, ich komme gerade auch mal. Du bist doch der Schnellste in der Kabine. Kann ich auch was geben? Ja. Der Hane wäre der Schnellste. Der Hane wäre der Schnellste am Bier. Leider. Gut.
Also meiner Seite aus war es das jetzt. Außer es sind nur irgendwelche Fragen offen. Also Harry irgendwelche Fragen unklar. Also Harry bis auf den Aussetzer mit Essen. Ja, ja. Also, ja.